Danke, Günther Hahnemann, für diese freundliche Einstimmung. Ist ein schönes Gefühl, die alten Studenten aus den 70er Jahren zu sehen. Zu sehen, wie aus ihnen dann etwas geworden ist. Sie schon selber beinahe im Ruhestand sind. Also, ich danke vielmals für diese Einladung, auch wenn meine Lieblingsthemen, die vier Ohren und die vier Schnäbel und das innere Team und so weiter, heute nicht die Rolle spielen sollen, sondern ich habe mir vorgenommen, ich habe mir zwei Dinge vorgenommen. Einmal Ruth Cohn zu würdigen als eine humanistische Psychologin, als eine Protagonistin einer humanistischen Psychologie, die diesen Namen wirklich verdient. Und wenn noch Zeit ist, Ruth Cohn zu würdigen, auch als ein bisschen Wegbegleiterin und Inspiratorin meiner Kommunikationspsychologie. Mal sehen, ob ich beides hinkriege. Wenn man angefragt wird zu einem Vortrag, dann denkt man, ach ja, dazu könnte ich eigentlich ein paar Takte sagen, und dann bereitet man sich vor und dann, oh, das ist ein Riesenthema, oh, und oh, und dann schläft man abends schlecht ein und wacht morgens um 5 auf und oh, ich muss diesen Gedanken noch unterbringen und so weiter. Also mal sehen, wie das hinkommt zeitlich. Es ist eine Todsünde in TZI-Land, keine Murmelrunden zu machen und so weiter. Günther hat das ja Gott sei Dank vorweggenommen. Also lassen Sie alle Hoffnung fahren, dass noch eine Murmelrunde drin sein könnte. Obwohl Ruth Cohn immer gesagt hat, du sollst, wenn du redest, nie länger als 7 Minuten reden. Oh, wie habe ich dagegen immer verstoßen. Humanistische Psychologie. Ich glaube, hier muss ich gar nicht so viel darüber sagen. Nur kurz in Erinnerung, wenn ich mich zwischendurch setze, ist das nur zwischendurch, aber kreislaufmäßig ist das dann eine gute, zu wissen, dass da ein Stuhl ist. Humanistische Psychologie muss ich in diesem Kreise wahrscheinlich nicht viel sagen. Eine Sammelbewegung in den USA von Wissenschaftlern und Therapeuten, die ein dreifaches Unbehagen haben. Und viele von uns werden noch heute dieses dreifache Unbehagen teilen. Das erste Unbehagen war am Menschen, dessen Ehrgeiz es ist, normal zu sein, adjusted zu sein. Das Adjustment als oberstes Ziel der Bürgerpflicht und der menschlichen Entwicklung. Menschen, die wunderbar funktionieren in Deutschland, in USA, in Europa, aber doch unter dem bleiben, was Menschen möglich wäre und was Menschen aus sich machen können. Das war das erste Unbehagen. Daraus ist die Idee entstanden, Therapie für Normale. Denn diese Normalos, die kommen gar nicht in Therapie. Die suchen gar nicht die Selbstauseinandersetzung. Das zweite Unbehagen war ein Unbehagen an der akademischen Psychologie, an den Universitäten, das sehr auf das Ideal der wissenschaftlichen Exaktheit setzte, wo nur zählte, was zählbar und messbar und quantifizierbar war in standardisierten Experimenten und was dann weit hinter dem zurückblieb, was man sich von der Psychologie erhofft, nämlich dass sie für die Dilemmata meines Daseins in meiner Existenz etwas beizutragen habe. Die experimentelle Universitätspsychologie ist da absolut dürftig. Arthur Köstler hat dann ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Armut der Psychologie, und das war das zweite Unbehagen. Man kann es noch heute teilen. Und das dritte Unbehagen war an den vorherrschenden Therapierichtungen. In Amerika gab es die Freudsche Psychoanalyse und es gab den Behaviorismus. Und sonst gab es nicht viel. Und beiden war gemein, dass der Mensch als weithin determiniert betrachtet wurde. Und es wurde fokussiert auf die Determiniertheit. Bei den Analytikern war der Mensch anheimgegeben den unbewussten Kräften, er war nicht Herr im eigenen Hause. Und bei den Behavioristen, jenseits von Freiheit und Würde, hat Skinner ein Buch geschrieben, bei den Behavioristen
wurde der Mensch als konditioniert und konditionierbar angesehen, was er sicher auch ist. Aber dann hat diese Sammelbewegung gesagt, nein, der Mensch in Freiheit und Würde, der etwas aus sich machen kann, der sollte doch im Fokus einer daseinsrelevanten Psychologie stehen. Und dann nannte sich die humanistische Psychologie die dritte Kraft. Also nach Freudscher Psychoanalyse, Behaviorismus, humanistische Psychologie als dritte Kraft. Eine Sammelbewegung, die mit dem Namen Maslow verbunden ist, Carl Rogers, Rollo May. Die Stammväter, die geistigen Stammväter waren Moreno, Alfred Adler, nicht zu vergessen, Erich Fromm, Viktor Frankl, vielleicht auch Arthur Köstler zu nennen. Und ich glaube, die Frau, die in Europa den Anspruch haben darf, sich wirklich humanistische Psychologin zu nennen, das war dann Ruth Kohn gewesen, die zunächst einmal erstaunt gewesen war, dass man sie so titulierte, die dann aber doch diese Zuschreibung angenommen hat und sich sehr auseinandergesetzt hat mit dieser dritten Kraft und mit dem Experientialismus, mit den ganzen neuen Therapien, als da waren Gestalttherapie, Psychodrama, Körpertherapien und so weiter. Und die dann, Schulz von Thun, mein Name, wissen Sie ja jetzt, und die dann eine humanistische Psychologie ausformuliert hat, die, wie ich finde, den Namen verdient und bewahrenswert ist. Ich habe einmal, wenn man ein Wort sucht, was die humanistische Psychologie vielleicht ganz schnell kennzeichnet, am ehesten kennzeichnet, ihr Zauberwort, das lautet Selbstverwirklichung. Ich habe hier irgendwo einen Stift, ja, moderne Medientechnik, da, Selbstverwirklichung, Maslows Pyramide oder Rogers, die Tendenz zur Selbstaktualisierung. Und ich habe mal 6 Aspekte dieser Selbstverwirklichung hier aufgeführt, wie ich sie dann vor allen Dingen von Ruth Kohn aufgenommen habe und möchte diese 6 Facetten einmal erwähnen und Ruth Kohns Beiträge dazu. Ich beginne mit der Ganzheitlichkeit. Die humanistischen Psychologen wollten den Menschen in seiner Ganzheit sehen. Das heißt, ein Protest auch gegen die Überbetonung der rationalen Welterfassung. Nein, der Mensch besteht nach Pestalozzi aus Kopf, Herz und Hand. Er ist eine psychobiologische Einheit, gleichzeitig der biologischen und der geistigen Sphäre angehörig, und die Seele ist das Forum, auf dem sich das Animalische und das Geistige in seltsamer, wirklich seltsamer Weise trifft. Und gegen diese Überbetonung der rationalen Welterfassung setzte die humanistische Psychologie Kopf, Herz und Hand, also die Herzensbildung und das Tun, das Handeln, das Training, also kognitive Auseinandersetzung, Selbsterfahrung und Training wurden dann die 3 Lernstraßen in der humanistischen Pädagogik. Und bei Ruth Kohn habe ich vor allen Dingen die Herzensbildung erfahren. Das kam in meinem Universitätsstudium noch nicht vor. Und als ich 1977 zum ersten Mal einen Kursus bei ihr besuchte, die ging damals 14 Tage lang, da kam ich zurück und hatte den Mut, mit meinen Eltern Dinge anzusprechen, die sonst unter einem inneren Tabu gewesen waren, die Beziehung zu meiner Mutter und die Fragen des Alters meiner Eltern. Und meine Eltern hatten das Gefühl, komisch, unser Sohn, er ist nicht klüger geworden, klug war sowieso ja schon, aber irgendwie, er ist menschlicher geworden. Er hat irgendwie herzensnäher gesprochen, und das ist natürlich etwas, was fundamental ist. Und ich wollte, das Wort Herzensbildung ist ja absolut unsäglich unmodern, und man müsste wahrscheinlich ein neues
Wort erfinden, aber alle Lehrer, Professoren, Wissenschaftler sollten doch auch eine Herzensbildung haben. Und in dieser ganzheitlichen Auffassung ist das enthalten. Aber Ruth Kohn hat auch gesagt, hat sich gegen den Anti-Intellektualismus gewandt, der bei manchen sogenannten humanistischen Psychologen dann vorherrschend wurde, nach dem Motto, alles Mindfucking. Und das Intellektualisieren war sozusagen ein Ausweis des Unreifezustandes, der überwunden werden musste. Und da hat Ruth Kohn gesagt, nein, auch der Kopf ist ein wertvoller Teil des Menschen. Und das gilt es zu bewahren, diesen Satz. Und sie war ja auch eine sehr intellektuelle Frau. So viel zur Ganzheitlichkeit. Der zweite Aspekt, die zweite Facette der humanistischen Psychologie ist das Zauberwort Autonomie. Der Mensch steht in der Dialektik von Determination und Freiheit, von Fremd- und Selbstbestimmung. Aber er kann die Autonomie erweitern. Und er kann, und das ist jetzt das Credo der humanistischen Psychologie, er kann das aus sich machen, was in ihm steckt. Er kann, mit den Worten von Rogers zu sprechen, zum Architekten seiner selbst werden. Nicht, dass die Determination geleugnet wäre, aber mit Sartre zu formulieren, jeder kann jederzeit aus dem etwas machen, was man aus ihm gemacht hat. Das ist ein Fanal, ein Aufbruchsfanal, ein wunderbarer Gedanke. Und mit diesem Aufruf und dieser Fokussierung auf die Selbstbestimmung ist dann auch verbunden die Selbstverantwortung und die Überwindung der Opferhaltung. Mach dich nicht abhängig, mach dich nicht zum Opfer. Meine Eltern waren doof, meine Gene sind falsch, die Verhältnisse waren nicht so, sind nicht so, sondern steh dazu, übernimm die politische Verantwortung irgendwann einmal für das, was man aus dir gemacht hat und was du jetzt daraus machst. Und diese Bewusstwerdung des eigenen urheberschaftlichen Anteils am Geschehen, an meinem Lebensgeschehen, wird in den humanistischen Therapien dann und in den humanistischen Weiterbildung, Selbsterfahrung von der Pike auf gelernt. Wenn jemand sagt, ich kann nicht, probier mal zu sagen, ich will nicht. Standardintervention, auch von Ruth Kohn. Oder leider muss ich ja, probier mal zu sagen, ich habe mich entschieden, dass ich. Leider muss ich ja heute zu diesem Vortrag und so weiter. Ja, ich habe mich entschieden, zu diesem Vortrag zu kommen, weil es ist ein würdiger Augenblick nach 100 Jahren. Dass ich mich füge, dass ich gehorche, dass ich mir etwas gefallen lasse, dass ich etwas mit mir machen lasse, alles meine Entscheidung, meine Urheberschaft, meine Selbstverantwortung. Ein wunderbarer Gedanke. Allerdings verbindet sich damit auch die Ideologie, jeder ist seines Glückes Schmied. Bist ja selbst zuständig. Beruf dich nicht auf die ungünstigen Verhältnisse. Beruf dich nicht auf die ungünstigen Gene. Beruf dich nicht auf die Traumata in deiner Erziehung. Jeder ist seines Glückes Schmied. Für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. Hört man auch. Jeder ist seines Glückes Schmied. Und das stimmt ja zu 50%. Es ist die halbe Wahrheit und es lohnt sich, diese halbe Wahrheit zu fokussieren, weil da kann man ja echt was machen. Aber die Gefahr besteht doch, sich mit diesem Glücksschmied zu überidentifizieren. Jeder ist seines Glückes Schmied, aber nicht jeder Schmied hat Glück, habe ich mal gelesen. Oder ich würde sagen, jeder ist seines Glückes Schmied und jeder ist das heiße Eisen auf dem Amboss seines Schicksals. Das sind die anderen 50%. Und die Überidentifikation mit dem Glücksschmied, die führt dazu, dass
zu einem Omnipotenzwahn, wie Horst Eberhard Richter sagt, zu einem Gotteskomplex. Motivationstrainer. Du kannst selbst entscheiden, ob du eine Ameise oder ein Adler sein wirst. Oh, man erschaudert. Oh, wo sind meine Flügel? Zurückfinden zur humanistischen Psychologie, zur wahrhaft humanistischen Psychologie, heißt, den Menschen in dieser Dialektik zu sehen, von Schicksalsergebenheit und Schicksalsdemut und eigener Urheberschaftlichkeit. Beides ist wahr und beides ist nicht auf dem Altar des anderen zu opfern. Oder wie Ruth Kohn sagt, Autonomie und Interdependenz. Sie setzt das also ins Gleichgewicht. Autonomie ist möglich innerhalb bedingender innerer und äußerer Grenzen. Zitat. Erweiterung dieser Grenzen ist möglich. Die Bewusstheit der Interdependenz erhöht Autonomie. So wird wieder humanistische Psychologie daraus. Der dritte Aspekt. Was habe ich da geschrieben? Hedonismus. Ruth hat manchmal polemisiert gegen die hedonistische Variante der humanistischen Psychologie. Aber erstmal ist das ein guter Gedanke, nämlich die Ermutigung und die Erlaubnis, es sich selbst gut gehen zu lassen und selbstfürsorglich zu sein. Selbstfürsorglichkeit wird ja zu einem Zauberwort des neuen Jahrhunderts. Jawohl, die Annahme hier, der Mensch lebt auch, nicht nur, aber er lebt auch um seiner selbst willen. Und er hat nicht etwa, du bist nichts, dein Volk ist alles, sondern du lebst um deiner selbst willen und du hast die oberste Dienstpflicht, es dir gut gehen zu lassen, dafür zu sorgen, dass du aufblühen kannst, dass du innerlich und äußerlich Bedingungen herstellst, unter denen dein Leben glücklich, glückselig, sinnvoll wird. Das ist deine oberste Dienstpflicht. Lass es dir gut gehen. Du kannst sonst für die Menschheit nicht in guter Weise dienstbar werden. Das so zu betonen ist vielleicht gut und richtig. Das kann man religiös begründen. Du bist von Gott gewollt und das enthält schon die Verpflichtung, diese Gewolltheit auch zum Aufblühen zu bringen. Oder man kann es atheistisch begründen und den Atheisten sagen, die Evolution hat Milliarden von Jahren gebraucht, um dich als Unikat und als Meisterstück hervorzubringen. Und dein Leben sei ein Erntedankfest dieser Errungenschaft. Bisschen pathetisch ausgedrückt, aber das ist doch auch wahr. Und die humanistische Psychologie ermutigt und erlaubt es, sich so zu sehen und sich in dieser Weise selbstfürsorglich und selbstaufblühend zu behandeln. Damit das, wenn man nun diese Maxime übertreibt und das nicht in der Balance bleibt zu den anderen Aspekten, die noch kommen, dann kann daraus der Ego-Trip werden. Und tatsächlich, das ist ja die Kritik von konservativen Kreisen, zum Teil auch von christlichen Kreisen, an der Selbstverwirklichungsideologie, das damit verbunden ist, ja, ich mache mein Ding und ansonsten muss ich mich nicht groß scheren. Ich will doch keine Mutter Teresa werden. Die Kritik der Konservativen hat dann gerne das Klischee bemüht von der Mutter, die ihr kleines Kind wegorganisiert, um dann in der Toskana Töpferkurse zwecks Selbstfindung zu besuchen. Selbstverwirklichung kommt hier an den polemischen Pranger. Übrigens, man weiß ja gar nicht, wenn die Mutter
aus der Toskana glücklich zurückkommt. Ich glaube, das Kind hat sehr viel davon, wenn es eine glückliche Mutter hat. Also ob das nun wirklich an den Pranger gehört, das müsste man dann noch mal genauer feststellen. Aber jedenfalls, das ist die Kritik. Und ich würde doch sagen, es gibt auch heute, in einer Zeit, wo wir beklagen, dass alles sozusagen zu Ichlingen geworden ist und der sogenannte gesunde Egoismus so richtig in Fahrt gekommen ist, es gibt auch heutzutage noch genug Menschen, die eigenen Bedürfnisse innerlich in einer verschlossenen Kammer sind, denen das Wort Ich immer noch ein emotionales Fremdwort ist, sprich per Ich. Und dann lohnt es sich, ein Curriculum bereitzustellen von der humanistischen Psychologie, die eigenen Bedürfnisse erstens überhaupt erst einmal zu spüren. Das ist die erste Hürde. Zweitens, sie gelten zu lassen. Im Sinne von, doch, ich zähle, das ist, und meine Bedürfnisse zählen und das ist wichtig. Drittens, nicht nur gelten zu lassen, sondern auch zum Ausdruck zu bringen, in Kommunikation zu bringen. Und viertens, notfalls auch mit Durchsetzungskraft dafür zu kämpfen. Es gibt immer noch viele Menschen, für die dieses Curriculum bitter nötig und angebracht wäre. Ruth Kohn hat die Überbetonung des hedonistischen Aspektes in manchen Kreisen der Experientialisten, der Erlebnistherapeuten, beklagt und bekämpft und hat stattdessen gesagt, ja, das Ich und sein Wohlergehen ist wichtig, aber balanciert mit dem Wir und mit der Aufgabe. Insofern ist ja das Dreieck der Gruppenleitung ein existenzielles Dreieck auch. Und wenn es in diesem Dreieck balanciert ist, ich komme auf die anderen beiden Aspekte nachher noch zu sprechen, später, dann ist das hier mit voller Betonung und mit genauer Fokussierung angebracht. So viel zu dieser Facette, Hedonismus und Selbstfürsorglichkeit. Nun der nächste Aspekt mit dem Stichwort Potenzial. Positive Potenzialentfaltung, der positive Ansatz. Die Annahme, das Credo, dass es sich lohnt, auf die positive Substanz des Menschen zu fokussieren. Nicht nur auf seine Komplexe und seine Strukturdefizite und seinen Schatten, sondern auch auf die Sonnenseite seiner Seele. Nicht what's wrong with you, oh, was ist da wieder problematisch an dir, was müsste therapiert werden, sondern what's right with you, sagte Ruth Kohn in einem Rundfunkinterview. Zu sehen, was ist gut an dir, was ist gesund an dir, was ist in Ordnung an dir, was ist ein Potenzial in dir, was nach Entfaltung drängt. Und dass der Mensch danach strebt, das ist ja die Urthese von Carl Rogers, sich selbst zur Entfaltung zu bringen, Selbstaktualisierung. Bei Maslow die oberste Spitze seiner Bedürfnispyramide, Selbstverwirklichung. Und dass es die Aufgabe von Therapie, Coaching und Psychoedukation ist, zur Potenzialentfaltung zu ermutigen, das freizulegen, was da an Möglichkeiten drinsteckt. Unter dem Stichwort Ressourcenorientierung feiert dieser Gedanke heute eine große Konjunktur. Warum sage ich Korrektur? Ich finde das Wort Potenzial fast ein bisschen schöner als Ressource, weil in Potenzial steckt einerseits drin die Potenz, die Kraft, und zum anderen steckt darin potenziell, also das Mögliche, was möglich, was nicht ist, aber möglich sein kann. Insofern also Potenzialentfaltung. Ja, es wäre schön, habe ich dazu eine Folie, wenn Therapeuten unter dem Eindruck der humanistischen Psychologie und Lehrer nicht nur
das hässliche Entlein sehen, sondern den Schwanenblick haben. Sehen Sie das? Oh, da sieht sie schon den zukünftigen Schwan und vermittelt ihm das. Ja, wenn wir so mit Menschen umgehen könnten, dass wir ihr Potenzial, das Mögliche, was in ihnen schlummert, entdecken, benennen. Und Ruth Kohn war eine ganz große Entdeckerin und Würdigerin dessen, was in einem schlummert. Darf ich mal fragen, wer hat eigentlich Ruth Kohn noch persönlich gekannt von Ihnen, von euch? Ja, das sind so ungefähr 20%. Danke. Also hier der Schwanenblick. Allerdings. Hat sie auch nicht das hässliche Entlein aus dem Blick verloren. Beides. Weil das hässliche Entlein will auch angenehm, angenommen und gewürdigt und gesehen werden. Und die Überidentifikation mit dem Potenzial, das hat heute dermaßen Hochkonjunktur in einer wettbewerbsorientierten, kapitalistisch organisierten Gesellschaft, dass man schon wieder gemischte Gefühle bekommt. Die vier CHs, kennen Sie die? Change, Chance, Challenge und Choice. Love it, change it or leave it. Was für ein schöner, flotter und flinker Spruch. Ein segensreicher Satz für Leute, die ewig lamentieren, aber doch allzu flink und flott. Und das Leiden und die Hässlichkeit kommen hier nicht mehr vor. Es ist eine Überidentifikation mit der Sonnenseite. Das Darben und das Leiden lässt sich nicht ganz vermeiden. Und vielleicht ist das Leiden, bevor ich love it, leave it, change it, das Leiden an einer Sache ist vielleicht bei dem Reifen auf dem inneren Weg auch eine wichtige Sache. Der Supervisor unseres Arbeitskreises, Matthias Kröger, zufällig sitzt er hier in der ersten Reihe, ermutigt uns immer mal wieder, den Seufzer der Seele zuzulassen. Du bist geradezu berühmt für diesen Satz. Und der Seufzer der Seele, der ist nicht change, challenged, sondern das heißt auch, sich dem liebevoll zuzuwenden, was nicht alles nur fabelhaft fit ist. Klar bin ich froh über meine Potenzialträger, die da vorne in der Vordermannschaft sozusagen angetreten sind, das Leben zu meistern. Aber es gibt doch auch da hinten welche, die der inneren Verachtung anheimgefallen sind, weil sie nicht so fabelhaft fit sind, weil sie nicht solche fabelhaften Potenzialträger sind. Das sind welche, die ratlos sind, die empfindlich sind, die manchmal deprimiert und verzagt sind und mutlos und erschöpft. Und die alle da vorne unter dem Potenzialgesichtspunkt nicht gebraucht werden. Ich nenne das die Souveränität höherer Ordnung, wenn es gelingt, mein positives Potenzial als mir zugehörig zu betrachten, aber auch meine Schattenträger, meine nicht so fabelhaft Fitten, meine erschöpften, mutlosen, verzagten, ratlosen, empfindlichen, bedürftigen Anteile. Das heißt dann innere Teamentwicklung, dass ich die da hinten nicht nur mir als kläglich angehörig, sondern mir als human zugehörig betrachten kann. Dann und nur dann wird unter dem Potenzialgesichtspunkt wieder eine humanistische Psychologie nach dem Vorbild von Ruth Kohn.
Souveränität höherer Ordnung. Wichtiger Begriff, Souveränität erster Ordnung, immer fabelhaft fit der Sache gewachsen zu sein, sich keine Blöße geben, alles im Griff zu haben und das Leben zu meistern. Sehr schön. Aber Souveränität höherer Ordnung heißt, zu wissen, dass es mir kein Zacken aus der Krone bricht, wenn ich manchmal irrtümlich, fehlerhaft, begrenzt, erschöpfbar bin, auch mutlos und so weiter. Dass mir das nicht nur kein Zacken aus der Krone bricht, sondern indem ich dazu stehen kann, dass die wahre Krone erst aufsetzt. Und Ruth Kohn hätte an der Stelle gesagt, und sowieso lebt es sich leichter ohne Krone. Der fünfte Aspekt, Authentizität. Meine Güte, vor 30 Jahren konnte noch kein Mensch dieses Wort aussprechen. Fällt auch heute noch manchmal schwer. Authentizität. Das Wort kannte ich überhaupt nicht in meiner Jugendzeit. Und was für eine Karriere hat dieser Begriff gemacht. Man verlangt es heute auch von Politikern. Und überhaupt ist das ein Markenzeichen einer gereiften menschlichen Persönlichkeit geworden. Kommt ursprünglich von der humanistischen Psychologie, würde ich sagen. Authentizität und ergänzend möchte ich sagen und wesensgemäße Stimmigkeit. Zunächst mal Authentizität. Sag's, wie es ist, man. Say it as it is, man. Red nicht so lange herum, mach nicht so diplomatische Schnörkel. Heraus damit. So wie dir innerlich zumute ist, so soll es dann auch nach außen kommen. Echt sein. Und wenn Ruth Kohn nach einem Trick gefragt wurde von Journalisten, Frau Kohn, könnten Sie uns, unseren Hörern, noch einen Trick verraten für eine gute Kommunikation? Dann hat sie nicht gesagt, es gibt keine Tricks und so weiter, sondern hat gesagt, der beste Trick ist, wenn es schwierig wird in der Kommunikation, der beste Trick ist, sag, was mit dir ist. Wenn es schwierig wird in der Kommunikation, dann sag, was mit dir ist. Oha, aber was ist mit mir? Es gibt Menschen wie ich, die sind sich selber schwer zugänglich. Der innere Mensch ist ein Unbekannter. Als ich Abitur gemacht habe, war ich so einer. Wenn mich jemand gefragt hätte, wie ist dir ums Herz, was geht in dir vor, dann hätte ich gesagt, wieso, normal, neutral. Und außerdem geht das niemandem etwas an. Und die Kommunikation bestand aus guten Sprüchen, die situationsentsprechend waren. Aber die hatten doch ein sehr gebrochenes und abgetrenntes und schwerfälliges Verhältnis zu dem Inneren selbst. Die hatten sich sozusagen selbstständig gemacht. Denn das, was in mir vorgeht und wozu ich wirklich stehe, ja Gott, das wusste ich nicht. Und dieser Trick, dann sag, was mit dir ist, wäre für mich sehr, sehr schwer zu befolgen. Aber Selbstempathie und Selbstwahrnehmung, das sind psychoedukative Lernziele allerersten Ranges. Den inneren Menschen kennenzulernen, der in dir wohnt und dort sein Wesen treibt, manchmal auch als ein Unwesen, das ist oberste Leitmaxime einer humanistischen Psychologie, die diesen inneren Menschen wie einen schlafenden Hund wecken will. Das war für mich auch einer der Hauptimpulse von Ruth Kohn. Als ich da 1977, da war ich schon Professor und gestandener Verhaltenstrainer, als ich da anrückte als Teilnehmer auf dem Hasliberg, da sagte sie, ja, du hast viele Methoden und viele Techniken und so weiter, aber das wichtigste Instrument in deinem Beruf, das bist du selbst. Mit der Art, wie du reagierst auf dich selbst und auf Menschen, wie du aus der Wäsche schaust. Und das Aufsuchen des inneren Menschen musste ich sozusagen von der Pike auf lernen. Weil mir das so schwer fiel, habe ich dann später noch das innere Team erfunden.
damit der Zugang zum inneren Menschen dann auch handwerklich und handgreiflich werden konnte. Mit diesem Authentizitätsgedanken, wobei Ruth Kohn ja Unterschied zwischen maximaler Authentizität sich selbst gegenüber und selektiver Authentizität dem anderen gegenüber, ich komme darauf noch zurück, über diesen kommunikativen Aspekt hinaus hat Authentizität aber auch noch eine existenzielle Dimension. Und die rechne ich auch der von Ruth Kohn geprägten humanistischen Psychologie zu, nämlich die wesensgemäße Stimmigkeit. Sei du selbst und werde der du bist. Grundaufgabe des Menschen ist es, Schritt für Schritt derjenige zu werden, der er im Grunde seines Herzens ist. Das ist jetzt noch ein Schritt weiter. Dahinter steht, wo habe ich es denn hier, ja. Und der Mut zu sich selbst bedarf der Ermutigung und der Übung. Dafür gibt es TZI-Gruppen zum Beispiel. Da hat sie immer das Ei rumgereicht. Kennen Sie noch dieses Marmorei? Das ging immer rum von Mann und jeder musste sagen, wie ihm, was gerade in ihm vorging zum Prozess und was ihm noch nachging und so weiter. Also Authentizität nicht nur als propagiertes Ideal, sondern von der Pike auf geübt in jedem Augenblick. Aber ich war jetzt schon einen Schritt weiter. Es hat auch eine existenzielle Dimension, nämlich das Ideal, dass ich mein Leben mir entsprechend, wesensentsprechend führen kann. Wie stelle ich mir ein gelungenes Leben, ein gelingendes Leben vor, das meinem inneren Wesen entspricht und der Berufung entspricht, die ich an mich gerichtet spüre? Oder mit Hesse zu formulieren, dem Sinn zu dienen, den ich zuweilen in mir hören kann, ohne ihn mit dem Verstand fassen zu können. Oha! Ich habe mir das so zusammengereimt, ich muss immer mir alles aufmalen, damit ich es wirklich kapiere. Wenn das sozusagen mein innerstes Wesen repräsentiert und die Berufung, die ich in mir spüre und dem Sinn zu dienen, den ich in mir spüre und das hier, jetzt kommt die Quadratur des Kreises unserer Existenz, das hier ist das, was ich kann, was ich mir aneigne, was ich besitze, was ich habe, was ich weiß, was ich kann, der messbare Erfolg des Lebens, was ich auch vorweisen kann, sehr, sehr wichtig. Und das ist hier das Runde, mein inneres Wesen, was mich zutiefst ausmacht und die Berufung meines Daseins enthält. Die Quadratur des Kreises menschlicher Existenz besteht nun darin, das miteinander zu verbinden und zur Deckung zu bringen. Der Notschrei der entfremdeten Welt besteht ja darin, dass man sehr stark hierauf fokussiert und seinen ganzen Ehrgeiz und seinen ganzen Stolz in der Optimierung dieses Feldes legt und dabei irgendwie die Übereinstimmung verloren geht, ja überhaupt vielleicht der Kontakt zu dieser grünen Sendezentrale verloren geht und die Frage nach der Wesensbestimmung und dem, was mir stimmigkeitsmäßig entspricht, sich nicht mehr stellt oder dass die Abweichung schmerzhaft empfunden wird, vielleicht auch mit Krankheit quittiert wird. Das ist die existenzielle Dimension, die sich mit dem Wort Authentizität verbindet. Und ich finde das sehr spannend. Und Therapie und Coaching und Psychoedukation hat ja die Aufgabe, diese Verbindung wiederherzustellen. Das ist eine sehr anspruchsvolle, aber auch eine sehr schöne
Arbeit in dieser Richtung, Entwicklungshelfer seiner selbst zu sein und der Teilnehmer und Klienten, mit denen ich es zu tun habe. Und für den Coach folgt daraus, das soll jetzt hier der Coach sein und das soll der Klient sein. Und der Coach sagt dann, wer hat eine systemische Coaching-Ausbildung von Ihnen? Sehr wertvoll. Wenn der Coach nicht nur sagt, geh in deinen Zielfilm, wo du hin willst, schwelge mal in den optimalen Zustand, den du dir vorstellen kannst, und dann bauen wir eine Stufenleiter, wie du Schritt und Schritt dahin kommen kannst. Das ist ein sehr schönes Vorgehen, aber der Coach sei nicht nur patenter und kluger Zielformulierungsgehilfe und Zielerreichungsgehilfe, sondern auch ein weiser Mitdenker und qualifizierter, Ruth Kohn würde sagen, existenzieller Gesprächspartner zu der Frage, welches Ziel entspricht denn meinen wirklichen Bedürfnissen und meiner wirklichen Berufung. Das sind die drei großen Bs, Bedürfnis und Berufung. Bedürfnis ist mehr für mich, dass ich aufblühen kann. Berufung ist das, was ich beizutragen habe zum Gelingen der Welt, mindestens zum Gelingen der Ehe und so weiter. Das wird dann der letzte Punkt sein. Ja, kommen wir gleich zu diesem letzten Aspekt, zu dieser letzten Facette. Das ist zugleich die, auf die Ruth Kohn sehr Wert gelegt hat und die humanistische Psychologie wahrscheinlich zu einer wahrhaften humanistischen Psychologie macht, die diesen Namen verdient. Und das ist nicht ein sechster Aspekt, der dann auch noch dazu kommt, ach das auch noch, sondern das ist einer, der hier immer schon mitgedacht werden muss bei all den anderen Aspekten. Ruth Kohn unterschied zwischen einer individualistischen und einer humanistischen Variante der Selbstverwirklichung. Und das wahrhaft Humanistische liegt in diesem letzten Aspekt und das war ihr Credo und ihr Ceterum censeo. Es geht um Werte und es geht vorrangig um das gelingende Wir. Ich würde es so formulieren, der Mensch steht im doppelten Auftrag, zum Gelingen des Ganzen beizutragen, von dem er ein Teil ist. Ich bin ein Teil meiner Ehe, meines Teams, meiner Familie, meiner Kommune, meiner Nation, meines Europas, meiner Welt, vielleicht meines Kosmoses. Zum Gelingen des Ganzen beizutragen, von dem er ein Teil ist, und zum Gelingen des Ganzen beizutragen, der er selbst ist. Das hatten wir schon. Und das eine nicht ohne das andere. Und die für den ersten Teil, zum Gelingen des Ganzen beizutragen, von dem ich ein Teil bin, dazu hat die humanistische Psychologie eine sehr interessante und philanthropische Grundannahme, nämlich, dass das nicht etwas ist, was man sich nur in sittlicher Anstrengung unter Moralgesichtspunkten abzuringen hat. Das zwar auch, Moral ist hier wichtig, sondern auch psychologisch und jetzt nicht moralisch argumentiert, es ist auch ein Urbedürfnis der menschlichen Seele. Ruth Kohn hat vom Wir-Anteil im Ich gerne gesprochen. Ein Urbedürfnis der menschlichen Seele, sich zu transzendieren, für etwas da zu sein, was über die eigene Existenz hinausgeht. Viktor Frankl hat vom Sinnvakuum gesprochen, der dann entsteht, wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, irgendwie gebraucht zu werden und zum Gelingen irgendeines Ganzen beitragen zu können.
dass das ein Urbedürfnis der Seele ist, weiß jeder, der mal arbeitslos gewesen ist und das Gefühl hatte, nicht mehr gebraucht zu werden und depressiv geworden ist. Der Wir-Anteil im Ich, der Wunsch nach Selbsttranszendierung in der Sprache von Viktor Frankl oder bei Alfred Adler, das Gemeinschaftsgefühl, was in der Seele sich vorherrschend wird, sobald man seine narzisstischen Notlösungen überwunden hat. Dieses gelingende Wir besteht nach Ruth Kohns Auffassung allerdings dann nicht in einer Harmonie erster Ordnung. Das Wort Harmonie erster und zweiter Ordnung stammt von mir, aber der Gedanke von ihr. Eine Harmonie erster Ordnung wäre, wir sind alle ein Herz und eine Seele. Nein, das Wir setzt sich zusammen auch aus hocheigensinnigen Individuen, autonom, im Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen und Ansprüchen und mit der eigenen Authentizität. Und dieses gelingende Wir braucht eine Harmonie höherer Ordnung, eine Harmonie zweiter Ordnung, die die Unterschiede und Gegensätze willkommen heißt und sich ihnen gewachsen fühlt. Ein sehr anspruchsvolles Ideal, aber ohne Alternative, schon in jeder Ehe. Und deswegen ist der Konflikt und die Konfliktfähigkeit ein so wesentlicher Bestandteil von dieser ganzen Lehre. Ruth Kohn hat immer gesagt, Aufgabe des Gruppenleiters ist es auch, dafür zu sorgen und zu werben, dass die Unterschiede zur Sprache kommen, dass das Storming in einer Gruppe stattfinden kann. Und in TZI-Gruppen geht es ja zuweilen hoch her. Und das ist gut so, wie man heutzutage sagt. Das ist gut so, denn das Wir setzt sich zusammen aus eigensinnigen Individuen, aus selbstbewussten Individuen und nicht aus Opportunisten, die sich dann anpassen und Ja und Amen sagen. Wird auch für die Führung in Unternehmen wird das alles viel schwieriger unter diesem Vorzeichen. Und manche sehnen sich nach den Zeiten zurück, wo die Leute noch Ja und Amen gesagt haben, weil das war natürlich harmonischer, konfliktfreier. Und doch, das anspruchsvolle Wir ist eine Harmonie höherer Ordnung. Ja, soweit also zur humanistischen Psychologie, so wie ich sie bei Ruth Kohn quasi inhaliert habe, aufgenommen habe. Mal eben meinen Spickzettel suchen. Und die ich da inhaliert habe und die auch mein berufliches Selbstverständnis sehr geprägt hat. Eine humanistische Psychologie, die diesen Namen verdient, die bewahrenswert ist und die sich dadurch auszeichnet, dass ich, wir es im Glob, Individuum, Gemeinschaft und Aufgabe zusammengedacht und zusammengelebt werden. Es lohnt sich, 100 Jahre nach ihrer Geburt und 2 Jahre nach ihrem Tod, sich daran zu erinnern und das zu würdigen. Das Credo von Ruth Kohn war auch, ein guter Therapeut, ein guter Gruppenleiter, ein guter Coach braucht nicht nur Sensibilität und gute Methoden, sondern auch eine philosophische Fundierung und einen ethischen Kompass. Und drittens, soweit und sofern es irgend geht, eine integrale und integre Persönlichkeit, in der diese Lehre beglaubigt ist. Soweit mal mein erster Teil, Ruth Kohn als humanistische Psychologin. Jetzt schaue ich auf die Uhr und wenn Sie noch zuhören können, das muss ich jetzt erstmal feststellen, dann hätte ich einen zweiten, kleineren Teil, was Ruth Kohn mir als Wegbereiter meiner eigenen Kommunikationspsychologie bedeutet hat. Aber erstmal können Sie noch. Gut.
Danke, dann nehme ich das als Zustimmung und will dann auch noch dieses zweite Kapitel aufschlagen, aber erstmal trinken wir darauf ein. Als ich von Ruth Kohn hörte 1977 und dann auch im Herbst ihren ersten Kursus besuchte, hatte ich das Kommunikationsquadrat, was Günter Hahnemann mit den vier Schnäbeln und den vier Ohren erwähnt hat. Da hatte ich das schon. Das hatte ich 1977 bereits veröffentlicht. Das habe ich also nicht von ihr, sondern das war von Watzlawick und der Sprachpsychologie Karl Bühlers abgeleitet. Aber dann war frappierend diese Ähnlichkeit, das Ich grün gezeichnet, das Wir gelb gezeichnet, das Es, die Sache, die Aufgabe blau gezeichnet, das kehrt her ja alles wieder. Sachinhalt, Selbstkundgabe, Beziehung, dann kommt der Appell hier dazu, weil es um Kommunikation geht, die vier Schnäbel, die vier Ohren. Was für eine Ähnlichkeit, was für eine Wahlverwandtschaft. Wir haben sie sofort erkannt, als hier in beiden Fällen geht es ja darum, das Sachliche und das Menschliche und das Zwischenmenschliche zusammenzubringen. Wir haben dann gefunden, diese Leistung hier ist der Ehrendoktorwürde wert und haben ihr 1979 in Hamburg die Ehrendoktorwürde verliehen. Wer war dabei von den hier Anwesenden? Oh, 1, 2, 3, Matthias natürlich, ja. Also 1979, Audi Max in Hamburg, wahrscheinlich kann man das nur knapp alles erkennen. Ruth Kohns, sie hatte sich sehr gefreut übrigens. Wir wussten ja gar nicht, würde sie das annehmen aus Deutschland und so weiter, aber sie hat sich sehr, sehr gefreut. Ich durfte damals die Laudatio halten. Ja. Und das waren, wie sie das nannte, ihre beiden Doktorväter, nämlich Inghard Langer und ich. Inghard Langer, das ist bitter, der kann nicht hier sein, der hat seinen zweiten Schlaganfall gehabt und ist sehr, sehr krank. Das waren zwei Beziehungen, die ich zu Ruth Kohn hatte. Einmal war ich ihr Schüler, war richtig nochmal auf der Schulbank gesessen, vor allen Dingen, um den inneren Menschen kennenzulernen, aber auch, um in Gruppen mit dem umgehen zu können, was im Hier und Jetzt geschah. Und das Zweite war der Förderer, ihr Doktorvater, die zweite Art von Beziehung. Und die dritte Art von Beziehung war mehr ein kollegialer Austausch. Hier habe ich sie 1993 auf dem Hasliberg besucht und mit Selbstauslöser schnell so zum Sofa gerannt. Kann man das erkennen? Und wie gesagt, das Quadrat hatte ich schon unabhängig von ihr erfunden, in Anführungszeichen. Aber als das dann 1981 Miteinander reden, Band 1 als Taschenbuch erschien, da kannte ich sie schon und hatte ihr immer mal wieder Ausschnitte geschickt und war gespannt, was sie davon halten würde. Und dann kriegte man manchmal, man kriegte oft Briefe von ihr, die waren allerdings derart schwer leserlich. Wer mal von ihr einen handgeschriebenen Brief bekommen hat, der weiß, wie schwer leserlich das war, aber es lohnte, das zu lesen. Und da habe ich ihr zum Beispiel meine Gedanken zum Thema Stimmigkeit, womit ich ersetzen wollte, die selektive Authentizität geschickt. Und dann hat sie immer was dazu geschrieben. Also ich hatte hier geschrieben: Wenn ich gefragt werde, worum geht es dir allgemein gesprochen bei deiner Kommunikation, nach welchem Wertmaßstab richtest du dich aus, dann sage ich, es geht mir um Stimmigkeit. Ich gebrauche diesen Begriff, um den selektiven Charakter der Authentizität zu erläutern, wonach bestimmt sich nämlich die Auswahl, und um die Grenzen der Authentizität als allgemeingültigen Wertmaßstab anzudeuten. Stimmigkeit heißt,
in Übereinstimmung mit der Wahrheit der Gesamtsituation, zu der neben meiner inneren Verfassung und meiner Zielsetzung auch der Charakter der Beziehung, auch Rollenbeziehung, die innere Verfassung des Empfängers gehört und die Forderungen der Lage im Einzelnen. Mich fasziniert der Gedanke, dass es eine mir eigene existenzielle Leitlinie gibt, die meinem Leben Richtung, Sinn und ein bestimmtes Thema gibt. Und dass das Voranschreiten entlang und im Einklang mit dieser Leitlinie Stimmigkeitserlebnisse mit sich bringt. Hingegen die Entfernung davon Abweichungssymptome verschiedener Art und Tragweite, von der kleinen Verstimmung bis hin zur großen Depression, zu Lebenskrisen und Krankheiten und so weiter und so weiter. Und dann hat sie dann dazu was geschrieben, was hat sie hier dazu geschrieben, finde ich sehr, doppelt unterstrichen, finde ich sehr schön, Stimmigkeit ersetzt viel von dem Begriff innere Führung, speziell wenn transzendentale Momente oder Möglichkeiten mit einbezogen sind. Fragezeichen in Klammern. Ist das bei dir mit einbezogen oder nicht? Das Wort Stimmigkeit habe ich nicht von ihr, aber sie hat es oft benutzt. Vielleicht habe ich es doch irgendwie von ihr eingesogen. Sie hat oft gesagt, das wäre nicht stimmig oder stimmig wäre, wenn du jetzt und so weiter. Also insofern war sie eine liebe Begleiterin und sie war natürlich diejenige für mich, diejenige welche, wenn es darum ging, den inneren Menschen zu entdecken und zu finden, dass gelingende Kommunikation nur gelingen kann, wenn ich es schaffe, diesen inneren Menschen aufzusuchen. Ich wusste anfangs nicht, dass 90% aller Kommunikationsprobleme, nämlich sachlich verständlich, authentisch, freundlich und gewinnend zu kommunizieren, damit zusammenhängt, dass in mir drin noch etwas nicht ausdiskutiert ist. Vielleicht weiß der Chef gar nichts davon, welche Schlacht da tobt. Vielleicht weiß er aber es sehr wohl und ist aber nach außen hin, laviert er herum und eiert herum sozusagen, weil hier, dass das hier sozusagen für so viele Themen der Schlüssel liegt, um die zwischenmenschliche Kommunikation authentischer und klarer und stimmiger zu machen, das habe ich natürlich von Ruth Kuhn. Und der Gedanke vom inneren Team ist ihr nicht direkt abgelauscht, aber die Ähnlichkeit ist ja auch frappierend. Sei deine eigene Chairperson, heißt ja übersetzt, sei Vorsitzender deiner inneren Versammlung. Und genau das ist der Grundgedanke des inneren Teams. Ein letztes Modell möchte ich erwähnen, was bei mir eine große Rolle spielt. Das Werte- und Entwicklungsquadrat. Das war mir eine große Erleuchtung, dass ein Wert, sobald er absolut gesetzt wird, sich in einen Unwert verwandelt. Des Guten zu viel, die Übertreibung wird zur Störgröße. Jede Tugend wird zur Störgröße. Wenn Sparsamkeit zum Geiz wird, wenn Selbstbehauptung zur Ellenbogenmentalität wird, und dass im Wertehimmel der humanistischen Psychologie immer zwei Werte zusammenkommen, damit der Regenbogen aufgehen kann. So wie der Regenbogen ja nur aufgeht, wenn zwei Dinge gleichzeitig, Sonnenstrahlen und Regen, vorhanden sind. Dass Ehrlichkeit ohne Takt genauso Murks ist wie Takt ohne Ehrlichkeit. Selbstbehauptung ohne Verständnis, genauso Murks wie Verständnis, Superverständnis ohne Selbstbehauptung. Dass immer zwei, dass diese Werte nur paarweise auftreten und dass der eine mehr da zum einen neigt und seine Entwicklungsrichtung dann zum anderen Pol hat und der andere hier schon längst des Guten zu viel hat und eine entgegengesetzte Entwicklungsrichtung braucht. Dieses Werte- und Entwicklungsquadrat habe ich nicht von Ruth Kuhn, sondern von Paul Hellwig, ein Mensch, der längst vergessen ist. Aber sie hatte es. Sie hatte diese Figur, diese gedankliche Figur intuitiv in sich. Und das möchte ich an zwei Beispielen noch da tun.
Ihr kennt bestimmt alle den berühmt gewordenen Satz von ihr: Zu viel Hilfe ist Diebstahl, zu viel Hilfe ist Mord. Ja, genau. Im Wertequadrat ausgedrückt, Diebstahl und Mord sind natürlich beides Untugenden, deswegen unten hinzuschreiben. Und die beiden Tugenden, die auf der oberen Etage immer zusammenkommen müssen, damit der Regenbogen aufgeht, ist einerseits die Hilfsbereitschaft und andererseits die Selbsthilfekräfte stärkende und fördernde Abgrenzungsfähigkeit des Helfers. Dann geht der Regenbogen auf. Und die einen neigen eher dazu, das zu übertreiben und landen dann beim Mord. Und andere neigen eher dazu, das zu übertreiben und landen dann beim Diebstahl. Das ist die Logik des Wertequadrates. Die war Ruth Kohn absolut inhärent. Ein letztes Beispiel, ein schönes Beispiel aus ihrem Buch, wie heißt es, Gelebte Geschichte der Psychotherapie. Achtung vor dem Leben ist wichtig, Fähigkeiten und Wissen sind wichtig. Wissen ohne Achtung vor dem Menschen baut Gaskammern und Napalmfabriken. Menschlichkeit ohne Wissen kann kein Brot backen, keine Häuser, Spitäler und Schulen bauen und keine gebrochenen Knochen oder Seelen heilen. Ein sehr schöner, sehr kräftiger Satz. Sie hat übrigens an ihren Sätzen immer wieder gefeilt. Die 7. Version, die 8. Version manchmal, die 9. Version. Das hat sie nicht so in Klatte geschrieben und dann war es das. Ja, hier steckt wieder ein Wertequadrat. Für die Kenner unter euch, die sich mit dem Wertequadrat auskennen, die riechen das Wertequadrat. Es ist grundlegend von Humanität und Professionalität, was für mein berufliches Wirken eigentlich die Ober-Ober-Überschrift von allem ist. Wie gelingt es mir, Professionalität und Menschlichkeit zu einer gelingenden Verbindung zu vereinen? Das eine nicht ohne das andere und das andere nicht ohne das eine. Professionalität ohne Humanität baut Gaskammern und so weiter, kalte Optimierung von Mitteln zum Zweck. Das ist die Entartung hier auf der rechten Seite. Humanität ohne Professionalität, gut gemeinter, naiver Dilettantismus oder wie es so schön heißt, kann kein Brot backen, keine Häuser, Spitäler und so weiter. Also sie hatte das intuitiv drauf, ohne das Wertequadrat jetzt als Modell und als Hilfsfigur zu kennen. Ja, liebe Leute, Ruth Kohn hat uns tüchtig etwas hinterlassen. Es ist eine große Freude, aber auch eine Herausforderung und eine Verpflichtung, dieses geistige Erbe anzutreten. Treten wir es also an. Heute sind wir ja hier nun schon angetreten, um uns in ihrem Namen zu versammeln. Das zu sehen, wäre ihr, ist ihr, wie ich sie kenne, eine große Freude. Danke. Ja, berührt einen dann doch. Ne? Berührt einen dann doch. Ja, also vielen Dank für die verschiedentlichen Berührungen, die du uns geschenkt hast. Und ich muss so gerade auch so ein bisschen schlucken. Also deswegen denke ich mal gerade, Leute, schluck doch mal gegenseitig und schluck doch mal nicht alles runter, sondern prüf doch mal gerade, was hat dieser Vortrag gerade in dir ausgelöst? Bist du mehr im Denken oder im Fühlen?
Im Mitfühlen. Jetzt Murmelrunde, genau. Also wer noch nicht so drauf ist, TZI-lich, Murmelrunde, Flüstergruppe heißt schlicht und ergreifend, guck doch mal wieder deinen Nachbarn freundlich an, nimm den wahr und sprech ein, zwei, drei Sätze mit ihm über das, was du gehört hast, wie es dir gerade im Augenblick geht. Bitte sprechen Sie jetzt. Aha, ich höre keine Frage, ich sehe keine Frage. Gut Kuhn würde sagen, was sagt dein Schweigen? Ist es ein ergriffenes Schweigen? Oder ist es ein bockiges Schweigen? Oder? Na, ich bin ja nicht Ruth Kohn, aber bockig sehe ich gerade nichts. Aber zwei Menschen, die sagen, hier habe ich was. Bitte sehr. Danke. Danke. Und Sie haben recht, es wäre ganz in Ihrem Sinne. Ja. Ja. Aber man konnte das Feedback nicht hören, akustisch. Mhm. Es war gar keine Frage, es war nur eine Rückmeldung. Und Sie wollten würdigen, dass ich mich nicht gescheut habe, meine Emotionen auch zu zeigen in Bezug auf Ruth Kuhn. Ja. Ja, während einer Vorlesung wie diese, und es geht mir auch so. Ja, danke schön. Ja, da war noch Matthias. Friedo, bin ich verständlich so mit dem? Ich wollte dich mal fragen, was ist deine Einschätzung? Wie steht es mit der Bedeutung, Gültigkeit, Anerkennung oder Vergessenheit der humanistischen Psychologie insgesamt in Deutschland? Wir haben ja eine dermaßen Leistungsorientierung und Intellektsorientierung in der akademischen Welt, wie es sie vorher vor 20 und 30 Jahren nicht gegeben hat, durch die Bachelor- und Mastergrade und alles dieses und Exzellenzinitiativen und so weiter. Spielt diese Balance der menschlichen Faktoren, von denen du eben so schön erzählt hast, in der Universität kaum eine Rolle noch? Und die Schule hat es doppelt schwer. Ich habe gerade gehört, dass bei Referendaren bereits das Burnout-Syndrom stattfindet. So gehen die Belastungen, unter deren Bedingungen man natürlich nicht in Balance, in dynamischer Balance arbeiten kann. Was ist deine Wahrnehmung? Hat das im Moment Gegenwart und Zukunft oder ist das, manchmal denke ich fast, nicht bei den Menschen, aber bei den Strukturen und bei den Organisationen, ist das ein Nachspiel, was im Moment stattfindet? Bist du mutig im Moment oder bist du, ja, wie bist du? Bezogen auf die humanistische Psychologie, was die Universitäten angeht, bin ich ganz pessimistisch. Die humanistische Psychologie ist entstanden aus dem Unbehagen gegenüber der akademischen Psychologie heraus und das hat die auch gespürt, die hat sich gerecht. Also und das neue Ideal der Naturwissenschaft, das Leitbild der Naturwissenschaft für die Psychologie, die hat endgültig der humanistischen Psychologie den Rest gegeben. Jedenfalls kann ich das für Hamburg sagen und ich glaube, in den anderen Instituten von Deutschland hatte die humanistische Psychologie nie so richtig eine Chance. In der Weiterbildungsszene hat sie bedeutsame Spuren hinterlassen. Und was die Schul- und Lehrerausbildung angeht, da
gibt es viele gute Ansätze, aber die Realität ist, soweit ich das erkennen kann, düster. Im Sinne von Leistungsbetonung, im Sinne von Rationalitätsbetonung, im Sinne von der ganze Mensch eine Exzellenzinitiative. Da wäre noch viel zu tun. Und vielleicht muss man irgendwann sagen, die humanistische Psychologie hat ihre Schuldigkeit getan. Sie hatte ja im öffentlichen Denken und in der Selbstinterpretation des heutigen Zeitgenossen einen großen Einfluss gehabt. Aber vielleicht ist ihre Aufgabe erfüllt und wir werden bald ein Abgesang singen müssen. Aber solange TZI und Ruth-Kohn-Institut besteht, ist ja Hoffnung. Ja, vielen Dank. Ja, jetzt habe ich da hinten noch eine Wortmeldung und dann würde ich schon mal gedanklich Ihnen die Idee geben, gleich gibt es eine Pause. Aber da ist noch jemand, bitte sehr. Ja, nur ein bisschen zum Mut machen, Matthias, du hast die Referendare angesprochen und in der Lehre Aus- und Weiterbildung in Hamburg arbeiten recht viele Menschen, die zumindest die TZI-Grundausbildung gemacht haben. Stimmt. Und die großen Gruppen an Lehrern, die die Grundausbildung absolvieren im Moment, machen doch Hoffnung, dass das noch eine andere Art von Verbreitung finden wird, gerade was den pädagogischen Bereich angeht. Ich arbeite zum Beispiel auch mit Kolleginnen und Kollegen, die TZI-Grundausbildung gemacht haben in der Betreuung der Berufseinsteiger, die genau wie die Referendare auch von dem gefährdet sind, was ihr gerade beschrieben habt. Und ich glaube nicht, dass es um einen Abgesang geht, sondern darum, nochmal auf eine ganz andere Weise deutlich zu machen, welche gesellschaftspolitische Bedeutung der Ansatz von Ruth Kohn im Kern hat. Und das scheint mir bei dem, was wir an globaler Entwicklung erleben, unglaublich wichtig zu sein, das auch noch mal stärker in den Vordergrund zu rücken. Ja, danke schön. Ja, vielen Dank. Nochmal vielen Dank dir, dass du zu uns gesprochen hast. Und alles Gute, persönlich alles Gute. Und ich freue mich natürlich, dich mal wieder getroffen zu haben. Dankeschön. Danke. Ja, okay. Danke.